Fein getroffen. Ich nehme mal an, dass du als ehemaliger defensiver Mittelfeldspieler bei Fußballspielen auch besonders auf diese Position achtest, auf die Sechserposition. Bei Bayern eine sehr, sehr viel diskutierte Position. Sie haben drei, die diese Position ausfüllen können. Laimer, der jetzt gegen Bochum gestartet hat, dann Goretzka und dann natürlich noch Joshua Kimmich. Wer von den dreien macht es am besten aus deiner Sicht? Also ich glaube, dass Laimer der beste Defensivspieler ist, weil er das auch einfach im Blut hat. Für ihn steht die Defensive an erster Stelle. Kimmich ist halt ein Spieler, der immer auch Anschwung geben möchte, der jeden Ball haben möchte, der selber viel kreieren möchte. Vergisst dabei natürlich manchmal auch die Position zu halten, was dann natürlich auch tödlich ist und dich einfach auch anfällig macht für Konter. Und Goretzka ist für mich irgendwie überhaupt kein Sechser, sondern eher so ein Achter, weil er eben auch immer, weil er eben auch Tore schießen kann und extrem torgefährlich ist, wenn er in die Nähe der Box kommt. Also Laimer eigentlich der Spieler, den Thomas Tuchel sich in seinem System wünscht, am ehesten von den dreien. Ja, er ist ein sehr guter Spieler, aber ich glaube, Thomas Tuchel wünscht sich eben einen Spieler, der auch eben der viel für die Offensive eben auch machen kann. Der viel kreieren kann, aber es nicht vergisst, seine Position zu halten, weil ihm eben so vom Grundgedanke her die Sechserposition hoch und heilig ist. Und das ist eben, wenn Kimmich das in seinen Kopf reinkriegen würde, dann wäre er sicherlich die ideale Person, um diese Position zu spielen. Aber wie ich eben schon sagte, er will halt selber Tore vorbereiten, er will Tore schießen und vergisst dabei eben das Wichtigste, seine Position zu halten. Und bei Laimer fehlt einfach dieses Offensive, dieses Kreative, um da eben die perfekte Position zu oder die perfekte Person zu sein.